Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein DHT11 Feuchtesensor mit dem Sonoff Basic verbinden könnt. Im letzten Video habt ihr, oder in einem der letzten Videos habt ihr schon gesehen, wie ihr ein zweites Relais anschließen könnt. Ich habe mir jetzt hier einfach ein Spannungs-Splitterkabel noch gebastelt, also dass ich mehrere Masse und mehrere 3,3 Volt habe. Dadurch habe ich die Möglichkeit auch jetzt ein Feuchtesensor dort einzubinden. So, ihr könnt hier schon sehen, dass die Werte auch schon ankommen mit Feuchtigkeit 28% und Temperatur 23 Grad. Die Relais lassen sich nach wie vor einzeln schalten, auch das Relais 2 wieder mit diesen 2 Sekunden. So, schauen wir uns kurz an, wie wir das Programm aufgebaut haben bzw. was wir geändert haben. Das erste ist natürlich, dass wir einmal NeoPixel den Teil einfach rausgenommen haben, weil den können wir jetzt nicht bedienen, weil ich ja nur diese 2 Pins jetzt momentan zur Verfügung habe. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es noch mehr Pins gibt, die wir dort ohne größeren Aufwand benutzen können. So, was habe ich also gemacht? Ich habe einmal den Sensor hinzugefügt, DHT an GPIO 1, das sprich ist der TX-Pin. Ich habe es einmal Temperaturmessung, Feuchtigkeitsmessung, den kann man einfach einen Namen geben und der Update-Intervall ist halt, wie oft der Wert aktualisiert wird. Und ich finde, das mit 60 Sekunden ist völlig ausreichend. Dann, nichts weiter eigentlich, das war's schon. Wie gesagt, das Relais 2, das haben wir hier noch und ja, mehr ist es nicht. Das ist quasi alles, was ihr machen müsst. Wenn ihr jetzt nicht genau weiß, wie das vorher abläuft oder wie man das flasht, dann schaut euch bitte eines meiner anderen Videos an. Da habe ich erklärt, wie man den Sonoff Basic R2 flasht und auch für NeoPixel bereit macht. Und ja, wenn ihr euch das Video in Teil zumindest anschaut, dann wisst ihr, wie man ihn flasht und wie das innen drin aussehen muss. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das war kurz und knackig. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und bis zum nächsten Mal. Ciao!